Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, manche Wirtschaftswissenschaftler weisen darauf hin, dass Wirtschaftspolitik zu 50% aus Psychologie besteht. Aber selbst wenn man diesem Leitsatz folgen würde, wären es immer noch 50% harte Fakten. Und zu harten Fakten gehören in der Wirtschaftspolitik jedenfalls nach unserer Ansicht auch kluge staatliche Interventionen und eben nicht nur das Reden von Innovation. Nun beschauen wir uns die Fakten nach einem halben Jahr, und ein halbes Jahr ist immerhin schon 10% der Regierungszeit. Es vergeht keine Woche ohne Vorlesungen des Wirtschaftsministers über Start-ups und Innovation. Der Ministerpräsident selbst lässt keine Sonntagsrede aus, um in NRW über die ach so wichtigen industriellen Kerne und Arbeitsplätze zu resonieren, ist aber gleichzeitig dauernd in Berlin und verwechselt auf dem Weg dahin offensichtlich Industriearbeitsplätze zunehmend mit Braunkohlentagebau. Währenddessen droht hier in NRW gerade der Ausverkauf, Herr Ministerpräsident, genau der industriellen Wertschöpfung, über die Sie in Sonntagsreden so gerne reden. ThyssenKrupp plant ein für Standorte und Arbeitnehmer hochriskantes Joint Venture in seiner Stahlsparte. General Electric will die Fertigung in Mönchengladbach schließen, Goodrich Control Systems den Standort in Neuss und Siemens plant in Mülheim Stellenabbau. Nehmen wir mal das Beispiel Siemens und vergleichen wir die Tätigkeiten von Ihnen mit denen anderer Ministerpräsidenten. Während die Ministerpräsidenten anderer Länder sich eben für den Erhalt ihrer Standorte und Arbeitsplätze einsetzen, egal ob es Herr Bouvier ist, Herr Ramelow, Herr Müller oder vor kurzem auch noch Herr Tillich, äußert der NRW-Wirtschaftsminister Verständnis für Siemens. In der NRZ vom 17.11. wird er zitiert mit, und ich zitiere, die Entscheidungen bedeuten für die Betroffenen harte Einschnitte, aber das Bemühen um Wettbewerbsfähigkeit ist grundsätzlich im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Industriestandortes NRW. Die Verantwortung hierfür liegt im Unternehmen. Übrigens ähnlich banal haben Sie sich auch geäußert, Herr Pinkwart, schon zu der Frage von ThyssenKrupp. Das ist eben kein Einzelfall. Diese Zurückhaltung hat ideologische Gründe. Und wir waren hier in NRW einen anderen Einsatz von unseren Wirtschaftsministern gewohnt in der Vergangenheit. Bei alledem frage ich mich zunehmend und fragt sich auch die Öffentlichkeit zunehmend, wo ist eigentlich der Ministerpräsident? Was sagt eigentlich Herr Laschet dazu, dass die IG Metall inzwischen gegen diese Untätigkeit protestiert und aus Protest eben die Teilnahme am Stahlgipfel abgesagt hat? Und was sagt Herr Laschet eigentlich dazu, dass der Minister auch den Stahlgipfel selber absagen musste und abgesagt hat und es jetzt erst im nächsten Jahr dazu kommt? Meine Damen und Herren, wenn die letzte Landesregierung sich so ein Vorgehen geleistet hätte, hätte Herr Laschet hier am Podium gestanden und Zeter und Morio geschrien. Und heute guckt er zu, wie sein Wirtschaftsminister in all diesen Sachen nichts unternimmt. Die Aufforderung von uns an Sie lautet, kommen Sie endlich in der Wirklichkeit an, beschäftigen Sie sich mit den praktischen Fragen und hören Sie auf mit Ihren ideologisch-rhetorischen Oppositionsspielchen. Und wenn Sie schon Ihre Entfesselungsfantasien ausleben, dann sprechen Sie mit Siemens über die Sprengkraft eines entfesselten Kapitalismus, in dem Firmen Milliardengewinne machen, neue Milliardenaufträge abschließen, die Firmenchefs von ethischen Grundsätzen reden und gleichzeitig die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freigesetzt werden sollen. Von diesem Wirtschaftsminister erwarten wir keine Intervention. Von Ihnen hätten wir die erwartet. Meine Damen und Herren, während also in der realen Welt, in der realen Wirtschaft dringender Handlungsbedarf auch für diese Landesregierung bestehen würde, macht diese Regierung nichts anderes als Entfesselungsrhetorik und Entfesselungsspielchen. Einige Beispiele zeigen, worum es Ihnen im Gegensatz zu den harten, wirklichen Fakten geht. Sie wollen mit zusätzlichen 4 verkaufsoffenen Sonntagen laut Ihren eigenen Aussagen den Einzelhandel vor dem Versandhandel schützen. Das glaubt außer Ihnen im Übrigen kein Mensch. Würden Sie sich wirklich mit dem Versandhandel und mit der Konkurrenz beschäftigen, müssten Sie sich mit Stadtlogistikkonzepten beschäftigen, da müssten Sie sich mit der Frage beschäftigen, welche Steuervorteile diese Unternehmen eigentlich wahrnehmen. Das tun Sie genau alles nicht. Stattdessen gehen Sie an 4 verkaufsoffene Sonntage. Sie haben übrigens, und das hat der Kollege Sundermann eben auch schon völlig zu Recht gesagt, dabei völlig übergangen,
dass ein runder Tisch kurz davor war, tatsächlich gemeinsame Vorschläge vorzulegen. Auch das hat sie nicht interessiert. Wertschöpfung der Arbeit von Kirchen, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern an diesem runden Tisch? Null. Interessiert sie überhaupt nicht. Sie interessiert auch nicht der Wink mit dem Zaunfall, den das Verwaltungsgericht Düsseldorf am 7.12.17 genau zu der Verfassungsmäßigkeit von verkaufsoffenen Sonntagen gemacht hat. Und nicht umsonst ist Ihnen in der Anhörung vorhergesagt worden, dass Sie mit dieser Art von Anlässen, die Sie schaffen, die aber letztlich den rechtlichen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht werden, vor den Gerichten scheitern werden. Sie geben sich auch mit der Komplettrasur des Tariftreue- und Vergabegesetzes Ihrer eigenen Ideologie hin und geben vor, Unternehmen zu entfesseln. Nur wen entfesseln Sie? Auf wessen Kosten entfesseln Sie? In Wahrheit entfesseln Sie doch die, die sich eben nicht an Regeln halten, und Sie schädigen die Unternehmen und auch die Handwerksbetriebe, die sich an Regeln halten, die entsprechenden Löhne zahlen, die entsprechend gucken, wer in ihrer Wertschöpfungskette was produziert hat und wer mit welchen Löhnen gearbeitet hat. Übrigens, wenn Sie sich schon mit der Förderung des heimischen Handwerks beschäftigen wollten, dann müssten Sie sich mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit beschäftigen. Von all dem hört man von Ihrer Regierung nichts. Meine Damen und Herren, ich könnte die Latte fortsetzen. Genauso ist es bei der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens beim Lahnhof. Bürokratieabbau, Sie müssten es besser wissen. Schon vor 2010 sind die Verwaltungsgerichte in dem Verfahren untergegangen. Sie wollen die Clearingstelle Mittelstand zur Stimme der Wirtschaft umbauen, obwohl Sie damit mehr Bürokratie schaffen und selbst die Wirtschaft das so nicht will. Meine Damen und Herren, zusammengefasst ist Ihre Wirtschaftspolitik nichts anderes als Illusionskunst. Sie tanzen unter dem Zirkuszelt die Entfesselungsnummer. Kommen Sie in der Wirklichkeit an, beschäftigen Sie sich mit der Wirtschaft in NRW. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Firmen in Nordrhein-Westfalen haben es dringend nötig. Herzlichen Dank.